Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du wieder zu einer Folge LS22 eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf der Map Neubartelshagen und ich checke hier gerade, ob unsere Früchte oder welche Früchte hier erntereif sind. Die Pappeln sind es definitiv, der Mais hier drüben noch nicht, aber so wie ich das hier sehe, auch unser Rapsfeld. Jupp. Das Rapsfeld ist ebenfalls reif zur Ernte. Ups, schauen wir mal ganz kurz über in die Karte oder auf der Karte, wie es aussieht. So, hier oben ist unser Rapsfeld, das ist erntereif, auch hier die Pappeln. Dann haben wir hier ein Feld, das erntereif ist. Und da oben ist etwas schon erntereif, das müsste sein, ja, Weizen, zwei Weizenfelder und hier haben wir Hafer, der erntereif ist. Und die Gerste müsste es auch sein. Also wir haben jede Menge Felder, die jetzt erntereif sind, die wir abernten können. Ja, dann würde ich doch sagen, legen wir einfach los. Und zwar, wie gesagt, hier mit dem Feld, wo wir jetzt gerade stehen, mit dem Rapsfeld, mit dem Pappelfeld. Das heißt, einmal mit dem Häcksler ran und einmal hier mit dem großen Drescher werden wir hier jetzt zum Feld Nummer 11 fahren und mal beginnen. Und das Feld hat ja was Besonderes. Das seht ihr ja hier an der Stelle. Da haben wir ja ein bisschen das Problem, dass nach dem Update jetzt hier diese neuen Elemente im Feld sind und wir müssen uns ja Gedanken machen, wie wir dann damit umgehen. Aber abernten sollten wir es trotzdem zunächst einmal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, was wir alles wegkriegen und wie wir dann anschließend hier damit arbeiten, indem wir zum Beispiel dann hier doch ein Stück bearbeiten und entsprechend das Feld vielleicht modulieren. Modellieren, so ist es richtig umgesagt. Okay, das heißt, wir gehen wieder zurück zu unserem Fahrzeug und dann werden wir mal zum Drescher fahren. So. Ja, ich bin am Überlegen, wir haben ja einen großen Glas, den werden wir jetzt erstmal einsetzen und für die anderen Felder, da will ich ja auf jeden Fall dann. Ups, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Auch das Grasfeld scheint schon fertig zu sein zur Ernte. Das werden wir uns dann auch natürlich vornehmen. Denn wenn ich richtig gesehen habe, fehlt uns bereits in einem der Fermentersilos Material zum Fermentieren. Also da brauchen wir. So, da springt unser Hund rum. Charlie ist auch unterwegs auf dem Feld. Sehr schön. So, hier sind auch reife Früchte, die geerntet werden könnten. Aber wie gesagt, wir legen erstmal los mit dem Rapsfeld. So. Und da sind wir auch schon an der großen Halle. Da steht unser Schneidwerk und hier steht unser Drescher. Ups. So, Motor aus. Dann steigen wir mal um. Und dann fahren wir erstmal mit dem Drescher zum Feld. Oh, hier irgendwo. Ah ja, da sind wir vermutlich. Gut. So, dann schauen wir mal. Okay. Ja, da müssen wir doch eigentlich rumkommen, oder? Ja, passt doch. Na naja, okay, ein bisschen haben wir die Frucht zerstört, aber nun gut. Sei es drum. Okay. Ja, was wollte ich vorhin noch sagen? Ja, wir werden jetzt diesmal nochmal im Glas hier auf jeden Fall übers Feld gehen und die ersten Früchte dreschen. Und dann schauen wir mal, dass wir uns noch einen neuen Drescher besorgen. Ich denke da eventuell an einen John Deere. Aber müssen wir mal schauen.
Am Geld soll es ja, wie gesagt, nicht scheitern. Da stehen wir ja sehr, sehr gut da. Und da können wir dann uns auch wirklich den Drescher holen, auf den wir gerade Lust haben. Weil wenn wir die anderen Felder dreschen, dann werden wir dann parallel arbeiten. Da werden wir dann mit zwei oder drei Fahrzeugen unterwegs sein und die Felder dreschen. Aber jetzt hier bei diesem Speziellen, wo wir ja doch erstmal ein bisschen hier um die Häuser rum müssen und mal schauen müssen, wie sich das jetzt mit dem Feld verhält, da werden wir noch vieles manuell machen. Und wenn wir das dann soweit vorbereitet haben, werden uns die Helfer bei der ganzen Sache unterstützen. So, sind wir auch schon fast da. Und dann werden wir den Schneidwerkwagen mal hier abstellen. Jo, das sollte so passen. Und dann schnappen wir uns das Schneidwerk, was eine ordentliche Breite hat. So. So, den Drescher noch aufklappen. Ja, war noch nicht ganz ausgefahren, aber jetzt geht's los. Ups. Nee. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, oder? Yep. Okay. So. Ja, nebendran hat es ja noch Mais. Der ist aber noch nicht so weit. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Pappeln machen. Aber naja, so zaghaft oder so vorsichtig werden wir dann auch nicht sein. Da wird wohl der ein oder andere Maishalm oder Mais eben dran glauben müssen. So, wir spielen mit Fruchtzerstörung. Das macht es ein bisschen spannender. Dann kann man nicht ganz so wild und sorglos durch die Gegend fahren. Und so soll es dann auch sein. Okay, da steht ein Baum. Da werden wir ja hoffentlich dran vorbeikommen. Oder? Na. Okay. Jetzt. Ah ja. Okay. Jetzt hätte eigentlich die Meldung kommen müssen, das Feld gehört nicht uns. Okay. Also. Dann können wir das hier gar nicht abernten. Und dann können wir das Ganze auch gar nicht bearbeiten, habe ich so den Verdacht. So, schauen wir mal, wenn wir da hochfahren. Ja, auch hier. Ja, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abfahren und gucken, wo wir überhaupt noch ernten können. Was ist unseres? Weil wir müssen mal ganz kurz schauen. Hier auf der Karte kann man es ja nicht erkennen. Man könnte mal versuchen, das Feld zu verkaufen, doch dann kann man es erkennen. Das ist also nicht kaufbar, oder? Nein, der Teil ist kaufbar. Stellt sich jetzt natürlich dann auch die Frage, können wir dann überhaupt die Pappeln abernten? Ich habe so den Verdacht, nein. Oje, oje, oje. Schade, schade, schade. Ja, also der Teil, wo der Mais drin steht, der gehört uns. Aber der Teil eben nicht mehr und den können wir eben auch nicht kaufen. Das heißt, wir können diesen Teil auch nicht bearbeiten, nachbearbeiten. Das sieht man auch hier unten. Dann können wir leider eben auch nicht mit Landscape und ähnliches das hier alles modellieren, dass es dann doch wieder ordentlich aussieht. Auch hier den Teil können wir auch nicht kaufen. Ja. Schade, schade, schade. Okay. So.
Tja, dann bin ich ja mal gespannt, was hier mit der Frucht passiert, die ja nicht mehr uns gehört. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier reinkommen. Rum. So, wie reagiert eigentlich der Helfer? Okay. Er versucht zu wenden und weiterzuarbeiten, aber wie gesagt, der Teil des Feldes gehört uns ja gar nicht. Interessant. Okay. Und dann versuchen wir es mal so. So, nur dass wir so ungefähr eine Orientierung haben, was noch unseres ist und was eben nicht unseres ist. Und dann denke ich, werden wir das Ganze. Obwohl, natürlich könnten wir beim Landscape, wenn wir dann damit arbeiten, auch feststellen, welches unseres ist, wenn wir natürlich mit dem Pinsel drüber fahren. So, jetzt Achtung. Jetzt. Und dann könnte man das natürlich auch entsprechend bearbeiten. So, was ist jetzt hier los? Jetzt. Okay. Ja, da lässt dann immer dann die gesamte Breite nicht zu, drüber zu fahren und abzuernten, sobald man nur ein Stückchen erreicht oder erwischt von dem Teil des Feldes, das einem nicht gehört. Naja, okay. Dann lassen wir es hier an der Stelle soweit gut sein und werden jetzt ganz normal den Helfer losschicken, um den Rest des Feldes hier abzuernten. Und wie gesagt, wenn das Feld abgeerntet ist, dann werden wir uns mal dran setzen und mit Landscape alles hier, was uns noch gehört, bearbeiten, einen entsprechenden Rand, ein entsprechendes Randstück zu machen. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze dann irgendwie einzäunen oder einfach nur mit Wiese oder ähnlichem markieren. So. Fahren wir das Stück hier nochmal runter. Und dann werden wir die lange Seite in Angriff nehmen. Ja, wie gesagt, also das sieht dann nicht so aus, als könnten wir mit den Pappeln noch etwas anfangen. Die werden wir vermutlich dann doch nicht mehr ernten können. Weil schlicht und einfach das Stück des Feldes da drüben, wo die Pappeln drauf angepflanzt waren, nicht mehr uns gehört. Okay. Dann konzentrieren wir uns eben auf den Mais. So, 55%. Ja, in den Glas geht halt jede Menge Material. Ich glaube 16 oder 17.000. Hier. Ab hier lassen wir jetzt mal den Helfer arbeiten. Wir werden uns in der Zwischenzeit nach einem Abfahrer umsehen. So, was, welches Fahrzeug nehmen wir da? Okay. Ja. Nehmen wir doch den Fendt. Ich glaube, da hinten müsste auch der... Ja, genau, da ist auch der Hänger. Sehr schön. So. Na nun gut, dann haben wir zumindest auch hier wieder was erfahren.
So. Oh, ja, da kommen wir rum. So, dann haben wir hier auch zumindest erfahren, wie es jetzt mit den Feldern nach dem Update aussieht. Und das hilft uns jetzt auch schon mal weiter. Okay, an unserer Solarfarm vorbei. So. Hier auf der linken Seite haben wir ja Kartoffeln angepflanzt und Zuckerrüben. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir die ernten. Das wird dann auch eine große, große Aktion. Zumal ja hier, was die Maschinen angeht, die Zuckerrübenernter und auch die Kartoffelernter, die sind ja relativ zügig immer voll und haben aber immer so 40.000 oder 38.000. Und das heißt, das ist auch jedes Mal eine Wagenladung. Und da wäre es dann richtig cool, wenn wir zusammen mit den Helfern dann immer mit zwei oder drei Abfahrern fahren. So ähnlich wie beim Häckseln. So, hier müssen wir rein. Und da unten wendet er auch schon. Und dann können wir den auch, glaube ich, schon das erste Mal abtanken. So. So, dann setzen wir uns mal hinter ihn, weil wir auf jeden Fall dann aus der Bahn raus müssen. So, jetzt müsste eigentlich gleich voll sein. 80% hat er ja schon angezeigt, bevor er um die Kurve rum ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Bahn hier noch schafft. Ja, also. So. Na. Ja, da kommen wir gerade vorbei. Und alles in den Hänger. Sehr schön. So, Raps bringen wir definitiv zur Ölmühle zunächst einmal, um Rapsöl herzustellen. Da haben wir dann die Ölmühle da oben am Horizont zu sehen. Und dann haben wir natürlich unsere Ölmühle noch auf unserem Hof. So, da müsste jetzt, ja, jetzt ist er leer. Sehr gut, dann schicken wir ihn gleich mal wieder auf die Reise. Und sprinten zu unserem Fendt. Und dann fahren wir mal zur Ölmühle und tun schon mal diese erste Lieferung abkippen. Schauen wir mal, wie hier der Stand ist. Sonnenblumen, Raps war 80.000, okay. Ja, hat gut zu arbeiten, ist auch noch jede Menge Material drin. Dann werden wir das nächste dann in unsere Mühle bringen, am Hof. So, hier, da haben wir, oh, ist leer, okay, alles klar. Gut. Sehr schön.
Dann haben wir jetzt auch wieder für heute 20 Minuten. Die Folge ist sozusagen schon wieder fast rum. Also wir haben jede Menge zu tun. Es gibt jede Menge Felder hier auf Neubartelshagen abzuernten. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder ein paar Informationen bezüglich unseren Feldern und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Nichtsdestoweniger werden wir hier weiterarbeiten und fleißig ernten, ernten, ernten in den nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und es war auch für dich interessant. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei dir fürs Zusehen, für dein Interesse. Ich, der Baden-Farmer, sage Tschüss, ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.